Guten herzlichen Tag. Wir werden jetzt den Drag and Drop Dungeon versuchen in Fallout 3, den es nur in meinem Mod gibt. Und außerdem gibt es jetzt auch neue Musik als Hintergrund. Allerdings, das was jetzt gerade läuft, ist noch eins von den alten Stücken. In die Playlist habe ich jetzt lediglich einige neue aufgenommen. Lag. Irgendwie laggt es nämlich ganz schön ziemlich. Oh, ist das ein Gigalag? Ich sag, hat das ja noch nie geleckt. Woran liegt denn das? Jedenfalls gibt es diesen Dungeon logischerweise nur bei mir. Und mit diesem Lag wird es jetzt ein kleines bisschen nervig, wenn du mich fragst. Vor allem, weil ich jetzt nämlich Terminals hacken muss, die es hier gibt. Da habe ich ja Bock drauf. Ach man! Kein Bock. Na endlich! Wusch. Und eigentlich müsste nämlich noch eine dritte Begleiterin da sein. Wahrscheinlich ist die der Grund für den Lag. Weil die den Weg hierher nicht findet. Mit E5, F9 kommt sie auch nicht her. Dieser Lück nervt mich. Ach Lück. Dieses blöde Minispiel. Ich würde gerne den erwischen, der sich das ausgedacht hat. Das war doch richtig. Wenn es schon falsch ist, dann musst du wenigstens auch anzeigen, wie viele falsch waren. Ach, das war richtig, du Bastard. Das hast du doch gesehen. Ach, Müll. Guck dir doch an, wie ewig das dauert. Ich bin erst beim zweiten von was weiß ich wie vielen blöden Terminals, die es hier drin gibt. Und dann muss doch einfach mal das Richtige unter denen sein, die ich rat. Na endlich! Meine Güte. Wuschbim! Ding. Ey, da kommen jetzt aber noch viel mehr von diesen Nervteilen. Wenn man wieder hoffen muss, dass man richtig rät. Das hat deswegen nicht ganz so ewig lang gedauert. Fingerlingeling. Der Mr. Gatti ist irgendwie buggig. Der ist nämlich dann sofort schon aktiv und geht auf einen los. Nämlich normalerweise wäre der da auch noch. Und man müsste ihn erstmal killen. Aber das habe ich schon gemacht, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Erst danach habe ich beschlossen, dass ich das überhaupt aufnehmen werde.
Nämlich den Raum, in dem ich jetzt bin. Den gibt's in Vanilla sogar. Man kann aber nicht hinkommen, außer mit Jets. Gegen in meinem Mod kann es passieren, dass man hinteleportiert wird. Und zwar vorzugsweise dann, wenn man es gerade am wenigsten gebrauchen kann. Normalerweise hätte der Raum nämlich natürlich auch keinen Ausgang. Aber ich habe einen reingemoddet. Boah, das dauert. Boah, Glück gehabt. Schwing, 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 schwing. Und tschüss. Hier ist jetzt nämlich dieser Ausgang. Muss aber natürlich Dungeons durchzucken, um dann wirklich rauszukommen. Die sind nicht einfach. Vor allem sind sie aber leckig. Nerv. Ach toll, jetzt weiß ich auch, was ich hätte machen sollen. Auf dem Laufwerk C natürlich die verdammten Videos, die schon existieren. Rüberschieben. Wie blöd die. Ich alles gemacht, nur das nicht. Das ist so laggig, dass es praktisch unspielbar ist. Deshalb werde ich das jetzt nachholen mit den Videos rüberholen. Ich habe jetzt Platz gemacht, aber irgendwas sagt mir, dass das nichts bringen wird. Sondern dass es immer noch ganz arg laggt. Möglicherweise so arg, dass ich nicht spielen kann und alles von den Begleitern machen lassen muss. Dabei darf das eigentlich nicht sein. Und? Immer noch leckig. Ach nö, warum hat denn da niemand gespeichert? Das war doch schon alles leer gesammelt hier. Loot! Loot! Könnt ihr was erleben? Dingelingeling, Dingelingeling. Hey, tu das! Dingelingeling, Dingelingeling. Ding-a-ling-a-ling. So, jetzt kommt noch so ein Bastard. Super gemacht! Wirklich erstklassig. Aber genau das, was ich wollte. Verfluchte Bastardstrahlenvergiftung.
Jetzt muss er kommen, Köter, Tippi. Jetzt kannst du aber was erleben, du alter Erschimisi. Na toll. Ey! Na toll, da ist so ein Soundloop drin. Das ist nämlich ein Oberfehler. Ich geb's dir, du Fehler, Mr. Handy. Ey, ihr... Keine Chance, ihr Kommunisten. Hier war doch irgendwo ein Bett. Gottverdammt. Das ist natürlich wieder nicht da. Und sonst hätte ich ja eine Chance, wenn ich an ein Bett rankäme. Ach da. Hier gebe ich, du Idiotenhirn. Ey, Dingelingeling, ich treffe dich die ganze Zeit. Ach nee! Will ich schon wieder dauernd getroffen werden. Ich mache euch alle fertig hier. Dingelingeling! Sind ja nicht alle weggehämmert. Irgendwo sind natürlich noch welche. Hä? Ach, da hinten. Hier gebe ich du! Jetzt ist ja nicht vorbei. Ach nee. Eigentlich ist es nur so ein Stück weg fertig gemacht. Was? Warum zum Teufel wirfst du eine Granate? Bin ich froh, dass es vorbei ist. Na super. Das war ja sinnlos. Ey du, das ist weggerutscht. Föhler. Das war bestimmt wieder wegen dem Lök, den es die ganze Zeit gibt. Es rutscht ja nicht nochmal weg. Es wird kontrolliert. Viel zu viele von diesen Bastarden. Ach, ich wollte dich doch gar nicht anlabern. Aber der eigentliche Fehler ist wirklich immer noch, dass der gelbe Flauschebüschel nicht da ist. Das ist höchst vermutlich der Grund für den Lag die ganze Zeit.
Okay, jetzt kommen hier noch Erschis. Ja, natürlich so eine. Mal sehen, wie schnell der schafft, mich alle zu machen. Na, Glück gehabt. Das schafft's überhaupt nicht. Auch immer sich diese Idioten-Animation für Schreibtische und Aktenschränke ausgedacht hat. Da braucht man keine Idioten-Animation, da hat sich sofort das Inventar von dem Teil zu öffnen. Welcher Vollknalli hat sich das nur ausgedacht? Und ist dann auch noch fest in die Nifs verankert, anstatt es so zu machen, dass man das wegmodden kann. Also auch ohne Nifs-Scope. Gurkenbastard-Animation. Wir wollen dich nicht. Wobei es ja in New Vegas sogar noch schlimmer ist, weil da laggen sogar die Container, die keine solche Animation haben. Du müsst wirklich die gottverdammten Nifs editieren. Und dazu müsste man sich aber mit Nifscope auskennen, was man natürlich nicht tut. Und im Forum brauche ich gar nicht erst zu fragen, weil da wird man höchstens so Oberknalli Antworten kriegen wie wieso willst du das denn überhaupt umgeändert haben? Das ist doch gut so, wie es ist. Ich würde es gern lieber so machen, dass alle Container so eine Animation haben. Das wäre eigentlich eine Situation, jemanden eine reinzuschlagen, ganz ehrlich. Ich meine, wenn ich es nicht so haben wollte, dann würde ich ja auch gar nicht erst danach fragen. Solche Oberknalli Antworten wie das würde ich ja gar nicht wollen, dass das so ist. Solche Antworten kann man ja dann gerade gebrauchen. Entweder helfen oder gar nichts dazu sagen. Aber keine oberschlauen Kommentare abgeben. Aber leider gibt es ja Leute, die immer das Maul aufmachen müssen, auch wenn sie nichts Intelligentes zu sagen haben. Hier bin ich reingekommen. Hä? Das war auch wieder wegen vorhin, weil es da nicht gespeichert gehabt hat. Aber jetzt finde ich wieder gar nichts. Achso, das geht jedes Mal in eine andere Richtung, stimmt's? Egal, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich hier jetzt alles hab. Und dann wird es nämlich hier weitergehen. 10, 9, 8, 7.